Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet a.s. sagte: Innal abda la yatakallamu bil kalimati la ma yatabayyanu fiha yazilu biha fin nari ab'ada ma bayna al mashriqi wal maghrib. Das heißt, ein Diener sagt ein Wort, über das er nicht wirklich nachdenkt, nicht richtig nachsinnt, ja? Und dadurch stürzt er in die Hölle herab, weiter als die Distanz ist zwischen dem fernen Osten und dem fernen Westen. Was lernen wir hieraus? Was ist der Nutzen von diesem Hadith? Der Nutzen von diesem Hadith ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir immer vorsichtig sind, was wir sagen. Ja? Es wird die Sünde hier nicht spezifiziert. Es wird hier nicht gesagt, welches Wort er genau sagt. Er sagt das Wort. Was genau wird hier nicht spezifiziert? Warum? Was ist der Nutzen, den wir davon haben? Der Nutzen, den wir davon haben, ist, dass wir bei unseren Worten immer vorsichtig sein sollen. Deswegen sagt zum Beispiel auch der Imam Nawawi, rahimullah, dass man, wenn man etwas sagen will, darüber nachdenken soll. Ist es etwas Nützliches oder ist es nichts Nützliches? Wenn es etwas Nützliches ist, dann soll man reden. Und wenn es nichts Nützliches ist, dann soll man es besser, ist es die Sunna, es besser zu lassen. Und weil es werden so viele Sünden mit dem Mund gemacht, es wird gelogen, es wird gelästert, möge Allah uns alle bewahren, kommt vielleicht Kuffer aus dem Mund raus. Ja, es gibt kleine Worte, man macht sich vielleicht lustig über die Religion, möge Allah uns bewahren. Und das sind dann spätestens Sachen, die einen in die Hölle bringen. Das andere, was wir lernen, ist, es gibt Leute, die keine Ahnung von der Religion haben. Das muss man ganz klar sagen. Die erzählen, man darf in der Dawah nicht vor der Hölle warnen. Was macht denn der Prophet a.s. hier? Kennst du die Religion besser als der Prophet a.s.? Er sagt dir ganz klar, ja, ein Diener redet ein Wort, ja, das heißt, einfach so, ohne da wirklich drüber nachzusinnen, ja, ohne sich bewusst zu sein, und stürzt durch dieses Wort in das Feuer hinein, weiter als, und jetzt geht es noch weiter, der stürzt nicht nur ins Feuer rein, sondern tief hinein, das heißt tiefer, weiter als zwischen dem fernen Westen und dem fernen Osten. Das sind meine Worte, deswegen möge Allah uns diejenigen machen, die die Zunge hüten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.